Willkommen zurück zu einer weiteren Sand im Schuh-Folge Medal of Honor aus dem Jahre 2010. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, ihr wollt supporten, ganz easy, einfach nur bewerten, gerne kommentieren. Ihr wisst ja, Kommentare sind super wichtig. Ich finde es so interessant, dass doch so viele Menschen diese Spiele gespielt haben. Habt ihr auch Warfighter gespielt? Ich weiß gar nicht mehr, wie Warfighter aussah. Einige werden sagen, ey, du hast doch dazu ein Let's Play auf deinem Kanal. Das stimmt zwar, es gibt dazu ein Let's Play wirklich auf dem Kanal hier. Ein uraltes vom Release damals. Aber ich habe es nicht Let's Played. Das war in der Zeitepoche, wo ich einige Projekte damals abgegeben habe, weil, keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wie YouTube funktioniert und ob das funktioniert und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist dieses Let's Play nicht von mir, obwohl es auf meinem Kanal ist. War damals so ein Experiment. Ich habe aber schnell gelernt, ey, koch deine eigene Suppe. Nicht wegen Beef oder sowas oder Meinungsverschiedenheiten, sondern was einfach klüger ist. Es ist einfach viel, viel klüger. 3, 2, 1. Kaboom. Alter, die haben aber durchgemäht, die Boys. Also ja, ich selbst habe auch den 2012, kam der 2012? Ich glaube ja, Teil nie selbst gespielt. Also wenn wir den danach Let's Playen, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den sehen wollt, dann wäre das auch für mich das erste Mal. Oinks. Oh, wow, 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 Dude. Bams! Alter, wie die Hirne hier wegspratzeln. Uff. Ey, das hat wirklich schon so ein bisschen Soldier of Fortune, ne? Das ist schon echt heftig. Auch hier der Hall, ne? Alter, die Granate direkt neben mir. Oh, no, 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 no. Ich muss... Ich will jetzt nicht sterben, Jungs. Ich habe keinen Bock auf Tod. Das Dishka ist immer noch stark. Gehen wir. Checkt eure Magazine. Das war noch nicht alles. Los, kann ich Munition haben? Muni? Nein? Da ist noch eine Tür. In Position gehen. Ein bisschen Muni? Sie haben genug. Ich hab... Hab ich genug? Eigentlich nicht. 2, 1. Rechts sichern. Links sichern. Das war's. Gott, was für ein Arsenal. Die Jungs sind nicht nur auf der Durchreise. Nein, die Munition reicht für ein paar Tage. Toll. Yeah, das Geschütz da würde ein Chinook in Stücke schießen. Von allein hört es nicht auf. Zerstören wir es. Vorwärts, die Zeit läuft. Gehen wir. Hernandez nach hinten sicher. Ruhe. Eagle, Luftunterstützung! Ibarra, fordern Sie Luftunterstützung. Bosman, Bravo 1-6 erbittet Luftunterstützung. Bravo 1-6, hier Bosman, schießt sie los. Ziel ist eine befestigte Stellung. Starke Feindverbände mit Flugabwehrgeschützen. Mehrere Verbündete, 1-5-0 Meter südlich. Roger, Bravo 1-6, Sie sind gefährlich nah dran, erbitte Zielmarkierung. Verstanden, Bosman, warten Sie auf mein Zeichen. Bravo 1-6 out. Das ist in der Gefahrenzone. Wir brauchen roten Phosphor auf dem Ziel, damit uns die Vögel nicht auch töten. Ibarra, Lagebericht. Das MG ist eingegraben und besetzt. Adams, Sie nehmen die Stellung unter Dauerbeschuss. Machen Sie denen die Hölle heiß, damit wir sie markieren können. Den Rest erledigen die F-15s. Schießen Sie, was das Zeug hält. Hua! Hua! Also los! Hua! Sohn! Was? Alright, let's go! Kontakt! Es dreht sich! Vier Amerikaner reichen aus, um 40 Taliban zu vernichten. Unterdrückungsfeuer! Adam,
Muss nachladen, Jungs. Geh mal nach vorne, Jungs. Ey, ist aber eine geile Mission. Bin ich sicher? Alter, Bams. Sagen Sie ihm, das MG ist erledigt und wir rücken jetzt zu Einsatzziel Betty vor. Das ist die neue LZ. Wir haben noch einen Klick vor uns. Roger. Bravo 6, Bravo 1-6, feindliches Dishka eliminiert. Nehmen Sie. Sichern jetzt eine neue LZ bei Einsatzziel Betty. Roger, die Verwundeten sind stabil, aber jetzt behaken Sie uns mit Mörsern. Ist nur eine Frage der Zeit, wann Sie treffen. LZ sofort evakuieren, wir verschwinden. Roger, wir arbeiten dran. Sie sind stabil, aber wir müssen weiter. Okay, ihr habt ihn gehört. Gehen wir. Ich muss sagen, das war eine krasse Mission, ne? Überprüft eure Waffen. Der Staub klebt überall. Okay, das Dorf liegt hinter uns, aber wir sind noch nicht da. Alter, hat das reingefegt. Warum war das Spiel gleich nochmal so verhasst? Auf mein Zeichen. Hernandez, Sie gehen vor. Wir gehen zu dem Felsen auf 2 Uhr. Also los. Ibarra, bleiben Sie an den Mauern. Adams in Deckung. It's a trap, Mother F. It's a trap. Okay, wie gut ist die Pistole? Also, du kannst mit der Pistole richtig aufräumen. Scheiße, sie wollen nach Norden! Lass sie nicht entkommen! Kontakt rechts, Ibarra, hinter die Mauern, Kante beobachten, los! Hauert ab, schaltet ihn aus! Granate! Runter! Hab sie! Ab, wie, du hast sie! Schmeiß das Ding weg! Holy shit, wer hat die Granate geworfen? Welche alte Pisssocke hat bitte schön die Granate eben geworfen? Autsch, oh, da oben. Hey, die Jungs sind richtig kampfgeil, ne? Und einen habe ich noch weggesäbelt. Bams. Da, auf dem Trampelpfad. 1 Uhr. Magazinwechsel, geht Deckung. Da wird gerade eine Granate hier unten ins Tal schleudern, die kleine Sau. Okay, wir haben sie. Rücken wir weiter zur LZ-Gruppe. R, Sie bleiben bei mir. Was ist mit den Kerlen in den Hügeln? Unser Befehl lautet, für Käseberg eine LZ zu sichern. Falls uns die Typen angreifen, kümmern wir uns um sie. Aber wir werden sie jetzt nicht jagen. Haltet die Augen offen. Ibarra, nach hinten sichern. Scheiß auf den Geheimdienst. Wir haben hier mehr Ziele erledigt, als die Zentrale im ganzen Tal vermutet. Yeah, aber wir sind fast da. Wie ich immer als letztes erst drüber darf, ne? Mit den Vögeln am Rücken fühle ich mich gleich besser. Da ist Betty. Unsere neue Landezone. Beeilen wir uns. Ja. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir werden sie räumen. Keine Überraschungen mehr. Laden, entsichern und dann los. Wir fangen mit der kleinen Hütte an. Und Luftunterstützung? Wir haben einige Nobles einsatzbereit. Aber keine Eile.
Wir rufen sie erst, wenn wir sie brauchen. Sagen Sie Bescheid. Alles klar, an der Hütte sammeln. Die guten alten Nobles. Bereit. Handy. ID. Mann, und die Jungs waren so motiviert. Geht's meinem Gesicht gut? Aber meinem Gesicht geht's gut. Bin ich noch hübsch? Okay. Gut. Ja, ich schaff das. Lass mich mal durchatmen. Ah, läuft doch. Läuft nicht. Ich bin noch in der Hütte. Die hatten Insider-Infos. Ja, dann... Lass mich mal ran. Oi, ich hab halt nichts, ne? Geht's allen gut? Was schießt denn hier von der Seite? What the? Wo? Negativ, Bravo 16, Nobel 1, 35, Sitze und bis auftanken. KP gefährt zur Basis zurück. Ach, da sind auch noch irgendwo welche, oder wie? Verdammt, schickt ein paar Vögel rein! Ich brauche hier einen Vogel! Schön knusprig! Mit einem Dip oder sowas. Das weiße Fleisch ist immer ein bisschen trocken. Alter, wie der runterslidet, der Dude, auf seinen Schlappen. Ich hätte mir da vorne den Truck schnappen sollen. Mit dem MG. Sie ziehen sich zurück! 3 Uhr! Schaltet sie aus, rechte Seite! Sie gehen hinter den Truck in Deckung! Adam! Töten Sie die Kerle! 12 Uhr! Ich töte, aber die sind irgendwie alle... Der Truck ist eine Bombe! Deckung! Zu spät! Zurückfliegen! Los! Woher kommt der dann? Wieder weggeflippert, der ist... Wow! Mann verletzt! Adam! Gehört das zum Skript? Nein, ne? Von wo?
Von wo? Ey, da aus dem Nichts fliegen dir irgendwie die Kugeln in die Fresse. Ich kann jetzt quasi nur noch von hinten kommen. Kontrollpunkt ist schon mal gut. Scheiße! Weiterfeuern! Die kommen näher! Bravo 6 hier, Bravo 1-6. Sind in einen Hinterhalt geraten. Wir sind umzingelt und haben kaum noch Munition. Wir brauchen Verstärkung. Schicken Sie Hilfe, schnell! Noch mehr Ziele! Weiter, Bravo 1-6. Halten Sie durch, solange es geht. Ich habe Ziel auf 3 Uhr. Ich brauche ein Magazin. Oh mein Gott, kommen da viele. Nein, Mann, ich bin mutig! Amerika! Ich sehe RPGs, 2 Uhr! Schaltet sie aus, schaltet sie! Adam, zählen Sie besser und geht die Position aus! Sie kommen von ich glaube, die verrecken, ha? Ich glaube, wir gehen hier draußen echt drauf. Das ist so eine Black Hawk Down-Szene. Keine Munition! Ich ziel so gut ich kann, Bro. Wir haben hier Hunderte gekillt. Wir sind zu viert und haben echt Hunderte gekillt. RPG! Scheiße! Deckung! Auf einmal kommen irgendwie 1000 Kugeln und Bams. Ich kann auch keine Munition mehr anordern. Scheiße! Weiterfeuern! Sie kommen näher! Bravo 6 hier, Bravo 1-6! Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Wir sind umzingelt und haben kaum noch Munition. Wir brauchen Verstärkung. Schicken Sie Hilfe, schnell! Noch mehr Ziele! Bravo 1-6! Halten Sie durch, solange es geht. Ich schicke Verstärkung. Ich habe Ziel auf 3 Uhr. Alter, wir werden hier wirklich überrannt, ne? Aus den Bergen endlos viele. Alter, der war direkt vor mir jetzt. Das wäre schon längst tot gewesen, ich sehe nichts. Mein drücke F für Munition, ich kann noch Munition beordern. Munition ist alle. Ich brauche ein Magazin. Keine Munition. Letztes Magazin. Jeder schon von sitzen. Komm schon, irgendwas muss jetzt passieren. Ich brauche hier ein Wunder. Ich brauche hier echt langsam mal ein Wunder. Hey, wie soll ich da raus? Ohne Scheiß, wie soll ich da raus? Du kriegst links und rechts die Kugeln reingedrückt. Kann ich zurück? Nee. Wenn ich zurückgehe, bin ich sofort tot. Ich bin sofort tot, wenn ich ein Stück zurückgehen würde. Ich muss in der Hütte bleiben. Okay, die Mission ist schon irgendwie echt richtig übel. Jetzt hol doch mal Verstärkung! Ich brauche hier endlich mal die Verstärkung! Jetzt renn doch nicht dauernd die ganze Zeit. Ey, das ist gescriptet. Ich habe ja keine Chance gegen den. Jeder Schuss muss sitzen. Ey, ich mache hier die meisten Kills, ja?
Wohin, 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 wohin? Wohin zurückziehen? Bravo 6, hier Bravo 1-6. Rufen Sie Ihre Männer zurück. Wir schaffen es nicht. Unsere Munition ist alle und der Feind rückt vor. Sie sind über uns. 30-40. Viel Glück. Das war's. Keine Munition mehr. Ich hab noch was. Solange ich Munition hab, kämpfe ich. Ich auch. Sichere nach links. Wenn ich sterbe, nehme ich möglichst viele dieser Kerle mit. Was zum Teufel? Scheiße, runter! Alter, echt, wir bekommen Hilfe. Ich dachte, wir verrecken hier. Ich dachte wirklich, wir verrecken hier. Holy shit. America! Roger, Gunfighter, Gunfighter, Bravo 1-6. Großgeschütze, feuern Sie auf die Hügel. Vier Verbündete in den Gebäuden. Ich wiederhole, Verbündete in den Gebäuten. Bravo 6, hier Bravo 1-6. Die Gunfighter haben uns den Arsch gerettet. LZ ist bereit für Evakuierung. Chinook sind 3 Minuten entfernt. Roger, Bravo 1-6. Gute Arbeit. Sind jetzt im Dorf. Können wir jetzt nach Hause? Alter. Alter. Bravo 1-6, Umgebung ist gesichert. Alles Gute, Jungs. 06, dreh nach rechts ab, Kurs 270. Hey, Gunfighter 1-1, wir lieben Sie. Wo wollen Sie hin? Los geht's. Bleiben Sie hier. Immer dasselbe. Die Jungs waren schon so gut wie tot. Und trotzdem... 1-1, Sie verstehen einfach nicht, wie ein Soldat tickt. Tickt? Gunfighter 06, Einsatzziel Betty gesichert. Sieht aus, als kämen unsere Jungs da raus. AFO Wolfpack meldet Mörserstellungen auf dem Wal. Wir sind bereit, die Ziele zu lokalisieren und anzugreifen. Gunfighter 06, Bagram, bestätige. Unterwegs zum Wal, wann treffen Sie ein? Bagram in 30 Sekunden. Gunfighter 06, Roger. Wolfpack hat die Ziele identifiziert. Panther versorgt Sie mit Informationen über die Sichtverbindung. Gunfighter 1-1, wir sind da hinten unter Schuss geraten. Achtung, wir kämpfen unter 30 Millimeter im Einsatzbereich. Gunfighter 06, wir sind bereit. Gunfighter 6, Gunfighter 1-1, 10 Sekunden bis zum Ziel. Raketenbrücke. Raketenbrücke. Die Raketen feuern nur nach vorne raus. Sie können nicht über ihren Helm steuern. Augen aufgehalten, wir sind da. 06, Bewegung auf 12 Uhr. Haben Sie sich Kontakt? Gunfighter 1-1, Kontakt. Wechsel zu Taz. Entfernung zum Ziel, 2500 Meter. 1-1, wir suchen sich ein Eis. Wir haben ein paar Einheimische auf 12 Uhr. Was haben die vor? 06, ich mag diese Typen nicht. Moment, was macht der Kerl da? Wo geht er hin? 1-1, mal im Auge behalten. 06, ich werde die Position für Sie markieren. Moment, Moment. Das ist eine AK. Die Kerle sind bewaffnet. 1-1, haben Sie eine Waffe gesehen? Bestätigen. Bestätige, er hatte eine Waffe. Das sind böse Jungs. Wolfpack 1, Gunfighter 06. Wir sehen bewaffnete Personen bei 1-5, 1-9, 1-6. Los, los, schalten wir sie aus. Mörser, Mörser, das sind die Kerle. Haben wir Freigabe zum Angriff? Gunfighter 06, Panther, das sind feindliche Ziele. Sie haben Freigabe zum Angriff. Keine Verbündeten in der Gegend. Waldmanns Heil. Feuer, Feuer, Feuer. Wohin will er denn? Behalten Sie ihn im Auge. Alter, wie wir die zerfetzen, ne? Das 30 mm reicht nicht. Setzen Sie die Hellfires ein. Alle drei Mörser feuern nach. Überhitzung.
gibt's denn hier noch Mörser? What? Und hier ist noch was? Einer weniger. Ah, da ist noch jemand. Bams. Der ist hinüber. Das 30er ist für die bösen Jungs. Die Helfer sind für die Mörser. Wie kann ich denn auf die Hellfire wechseln? Hier 30 mm schaltet die Fußsoldaten aus, aber die Hellfire zerstört die Stellung. Ja, aber ich kann irgendwie nicht durchwechseln. Außer Reichweite. Alle drei Messer Feuer noch. Ausschalten, Hawk. Damit kriege ich es ja nicht weg. Aber ich... What? Ah, jetzt. Rakete abgeschossen. Ja, da stand irgendwas mit Maustaste 3 oder so, ne? So. Wo ist der letzte Mörser? Der ist irgendwo... da hinten. So. Gunfighter 06, Mission ausgeführt. Gehen Sie jetzt auf Kurs 280. Wagram, gehen auf. Hey, was war das? Gunfighter 1-1, haben Sie das gesehen? 06, feindliches Ziel, technische Einheit Richtung Nordost. Und Sie scheinen es eilig zu haben. Scheiße, sind nicht in Reichweite. Haben Sie verloren, sind hinter dem Bergrücken. Gunfighter 1-1, melde mich von Tess ab. Nein. Wagram, kriegen Sie Kassel über unsere Koordinaten? Gunfighter 06 bestätige. Wir haben drei LKW. Sie fahren in Richtung eines Dorfs zwei Klicks nördlich von Bubble Cale. Das sind unsere Ziele. Gunfighter 06, Aufklärung sagt, Dorf ist leer, aber Predator hat Waffen in den Fahrzeugen ausgemacht. Sie haben Freigabe zum Angriff. Wagram verstanden. 1-1, wir machen niedrig-niedrig, 0-2-0-3. Niedrig-niedrig, 0-2-0-3, bestätige. Freuen Sie sich uns. Feind, drei LKW unterwegs zur Brücke westlich des Dorfes. 1-1, Wort auf das 30er. Wir haben bestätigte Waffen auf den Ladeflächen der LKW. Jetzt wird's laut. 06, Roger. Jetzt locken die Schalter heiß. Gunfighter 1-1, feuern mit den 30 mm. 06, die anderen Drohnen in das Dorf. Ja, wir sind hoch. 1-1, sind die Typen unter. Einen Augenblick. Da ist wieder Lizenzmucke im Hintergrund. Ich mach sie wieder an, sobald die Mission rum ist. Positiv, Ziel ist rechts. Angriff. 06 nach rechts abdrehen, dann zurück und Beschuss der Ziele. 1-1, alles klar. Ich sichere Sie. Bagram, einige Ziele betreten das Dorf. Dürfen wir Dorf angreifen? Gunfighter 06, Bagram. Dorf oder als Waffenlage der Tankwart bestehen. Wir haben Freigabe für alle Ziele. 06, mehrere Personen in der Nähe. 1-1-2, Alter, wie wir so ein Dorf zerreißen, ne? Die jetzt zerfetzen. Gunfighter 06, ich brauche Sie. Wo sind Sie hin? Wir kommen bei der Brücke wieder zurück. Ziel rechts, Hawk. Gut, denn hier kommen überall Typen aus Hütten, LKW und unter Felsen rausgekommen. Das ist eine Volkswirtschaft. 1-1, Sie werden getroffen. Dorf nicht überfliegen. Am Rand bleiben. 06, vergessen Sie die Ziele. Jagen Sie lieber das ganze verdammte Dorf hoch. 1-1, Sie sind zu tief. 1-1, Sie sind zu tief. Oh. 1-1, alles okay? Positiv, bin einsatzfähig. Oh, das war zu knapp. Wir haben Ziele auf 11 Uhr. Guter Verstand. Einfach alles weg. Einfach alles weg. Alles einfach wegholen. Guter Treffer. Ich schulde Ihnen was. Das soll leer sein. Wir sind überall Ziele.
Bam! Da haben Sie Ihre Antwort. Das war ein Munitionslager. 06, wir haben hier ein paar Flüchtige. Feindraum erledigt. 1-1, Sie rauchen ziemlich übel. Ja, die letzte ACG hat uns ganz schön erwischt. Ich habe Master Caution und negatives 30 mm. Ich wiederhole, kein Geschütz. Wie schlimm ist es? Haben immer noch aktive Ziele auf dem Wal. Die Steuerung ruckelt spürbar, aber angesichts der Ziele wäre es eine Schande, zur Basis zurückzukehren. Vorschläge? Ihr Geschütz funktioniert ja noch. Wie wär's mit Hunterkiller? Das ist eine Trainingsübung, aber die Ziele sind echt. Es ist einfach. Ich markiere Ziele, Sie schießen Ziele ab. Wichtig ist nur, dass Sie sie beim ersten Versuch erwischen. Ich habe kaum noch Treibstoff. Verstanden. 1-1, wechsel zu Cats. Waffensynchronisierung. Verstanden, wechsel zu Cats. Geile Mission, ne? APG 12 Uhr, ich markiere Sie für Sie. Mehr Grüßen. Wähle halten, Hellfire einsetzen. Was ist angeschossen? 06, drehen am Westen ab. 1-1 hinten. APG 12 Uhr in der Flucht, Mail grüßen. Wähle halten, Ziel ausschalten. Und raus. Kabums. 06, Ziel getroffen. Mission fortsetzen. 1-1, wir machen noch einen Angriff. 06, negativ. Kümmern wir uns um die Mission und finden wir die Mörser. Roger. Wie viel Treibstoff? Noch nicht kritisch. Habe noch etwa 800 Pfund. Wir sollten weiterhin Ziele erfassen und angreifen. 1-1, Roger. Scheiße, RPG, 11 Uhr. 1-1, das ist okay. Ja, aber ich habe Störungen in den Pedalen. 06, ich habe überall Ziele. Wir müssen tiefer gehen. 1-1, Roger. RPG! Alter, hauen wir die weg, ne? Na los, ich werde beschossen. Ich kann keine Hellfire machen, warum? Schade, dass hier keine Hellfire ging. Okay, der eine hier ist in der Höhle drin, habt ihr es gesehen? Und raus die Mutti. Also die Mission ist echt geil in Szene gesetzt. Besser als COD-Mission, muss ich ehrlich zugeben. Im Land der Bösen. Ah.
Was? Mission gescheitert? Ey, was hätte ich hier machen sollen? Ich hab voll draufgelatzt. Im Land der Bösen. Komm schon. Was? Flugabwehrgeschütze? Ja, hier ist nochmal was. Als ob, ich hab da jetzt so reinge... Okay, diesmal sind wir weiter. Dankeschön, ich wusste schon die ganze Zeit, wo der Drecksmörser ist. Mission ausgeführt. Gunfighter 1-1 hat es ziemlich erwischt. Gunfighter 6, Roger. Warnung, Gunfighter 1-1. Ankunft beim Hawk in etwa 12 Minuten. Rettungskräfte bereithalten. Gunfighter 1-1, 12 Minuten, Roger. Sie werden schon erwartet. Wir fliegen direkt zum Hawk. Luftlinie. Von mir keine Einwände. Halten Sie ihn aus. Waffenausfall, drehe dich an. Gute Aktion. Das waren wir nicht. Wir haben kein Geschütz. Jemand an der Zone, das war ein verdammt guter Schuss. Hat uns den Arsch gerettet. Kann man wohl sagen. Ziel zerstört. Bestätigter Kopfschuss auf 1050 Meter. Sehr ordentlich. Dusty, hier ist Panther. Sagen Sie, Deuce, guter Schuss. Musterbeispiel dafür, wie es gemacht wird. Panther, Kammlinie, 12 Uhr. So, Freunde, hier machen wir mal einen Break. Die Folge geht schon wieder ewig. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Deuce, aha. Sie müssen den Kamm im Norden im Auge behalten. Ja. Und jetzt gehen Sie von Panther und Vegas aus nach oben. Ich gut. Ich hab da was, wie Panther sagte, in der Nähe des Abflusses. Alright. Fußsoldaten, mittlerer Sektor. Okay, aber ich, aber Dusty, Dusty, wir hören auf. Dusty, die Folge ist vorbei. Dusty, Schluss jetzt. Dusty, hört nicht auf zu reden. Es hört nicht mehr auf. Okay, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Dusty, jetzt ist... Wir bringen später für Amerika wieder Menschen um. Wir töten für Amerika später, okay, Dusty? Bis zum nächsten Mal. Bla 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 und tschüss!